ist schon erstaunlich, wozu Gedanken alles fähig sind. Sie sind nur sehr schwer auszublenden, lassen uns öfters nicht einschlafen und scheinen unauslöschbar. Negative Energien in unserem Kopf schaffen es in kürzester Zeit, unsere Stimmung maßgeblich zu verschlechtern und uns anfälliger für Krankheiten aller Arten werden zu lassen. Positives Denken bedeutet Hoffnung, Glück und Zufriedenheit. Negatives Denken bedeutet Hoffnungslosigkeit, Krankheit und Misserfolg. Sie begleiten uns rund um die Uhr, besitzen die Macht, Dinge zu verändern und helfen uns, Entscheidungen zu treffen. Gedanken sind Helfer in der Not und zu Dingen imstande, die kaum jemand zu schätzen weiß, da sie so natürlich und selbstverständlich erscheinen. Sie haben die Macht, unseren Geist und unseren Körper zu heilen und zu schwächen. Und sie besitzen die einzigartige Gabe, paranormale Dinge zu vollführen. Zudem sind sie in der Lage, die Schmerzgrenze auszublenden und ermöglichen trainierten Menschen, über Feuer und Glasscherben zu laufen und Steine zu zerschlagen, ohne dass sie sich dabei verletzen oder Schmerzen spüren. Gedanken sind das wertvollste Gut eines Menschen. Richtig eingesetzt sorgen sie für Zufriedenheit auf Lebenszeit. Mit Sicherheit hat sie in ihrem Leben noch nie jemand gefragt, ob sie den Psi-Sinn besitzen. Wahrscheinlich haben sie noch nie von diesem Sinn gehört und sich auch nie Gedanken darüber gemacht, dass er existieren könnte. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es diesen Sinn gibt. Sicherlich kennen Sie die fünf Klassiker, die fünf Sinne des Menschen: Hören, Sehen, Fühlen bzw. Tasten, Schmecken und Riechen. Es gibt noch viele weitere Sinne, wie Wärmewahrnehmung und so weiter und so fort. Das möchte ich jetzt hier in diesem Video nicht weiter thematisieren. Allerdings möchte ich für mich persönlich doch noch den sechsten Sinn mit unterbringen, und zwar den Gleichgewichtssinn, genauso wie den siebten Sinn, den Psi-Sinn. Psi bedeutet Parasensual Intelligence, zu Deutsch außersinnliche Wahrnehmung. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass auch Sie dem Psi-Sinn bereits genutzt haben, und zwar ab Beginn ihrer Geburt. Bedenken Sie zurück, dass Sie Gefahren ausgewichen sind, ohne dass Ihr Seh- und Hörsinn ausgeprägt war. Ihre telepathische Bindung zu Ihrer Mutter war ausgeprägter als alle Sinne zusammen. Und Sie schauen jetzt dieses Programm, obwohl Sie sich an nichts mehr erinnern können. Vielleicht ist es Ihnen schon mal passiert, dass Sie ein fremdes Haus betraten und intuitiv die Atmosphäre wahrgenommen haben. Erinnern Sie sich an solchen Fall? Wie wirkte das Haus auf Sie? Wirkte es einladend, düster oder doch eher melancholisch? Sicher fällt Ihnen jetzt auf Anhieb diesbezüglich kein Beispiel ein, da Sie das Haus wieder verlassen haben, ohne den Grund für Ihre Vorahnung zu erforschen. Doch Sie hatten recht. Ihr Psi-Sinn offenbarte Ihnen die Stimmung in diesem Haus. Sollte Ihnen dies schon öfters passiert sein, besitzen Sie womöglich sogar eine ausgeprägtere psychometrische Begabung, als Ihnen vermutlich bewusst ist. Sie besitzen die Fähigkeit, sich mit Hilfe unbelebter Objekte auf die Vergangenheit einzuschwingen. Denken Sie darüber nach. Oh mein Gott! Haben Sie das gesehen? Sicherlich haben Sie auch bereits Situationen erlebt, wo Sie sich sagten, das habe ich schon mal irgendwo erlebt. Jede Szene kam Ihnen bekannt vor. Wissenschaftler reden von einem Déjà-vu. Doch was genau ist ein Déjà-vu? Spielt unser Geist uns einen Streich oder steckt mehr dahinter? Für viele Wissenschaftler ist ein Déjà-vu
ein psychologisches Phänomen. Für mich persönlich allerdings enthält es zu viele paranormale Aspekte, sodass ich gerne von einem paranormalen Phänomen sprechen möchte. Bekanntheitstäuschung, Bewusstseinstäuschung, Erinnerungstäuschung, das sind so die gängigsten Übersetzungen für das Déjà-vu. Erinnern Sie sich noch an ein Déjà-vu? Können Sie Ort und Zeitpunkt bestimmen? Wahrscheinlich nicht. Ich empfehle Ihnen daher, genauso wie ich, jegliches Déjà-vu-Erlebnis zu notieren. Falls Sie keine Schreibutensilien dabei haben, tippen Sie es einfach in Ihr Handy, damit es nicht verloren geht. Entstehung und Ursache. Die Wissenschaft liefert wieder unzählige Theorien über die Entstehung und Ursache eines Déjà-vu. Ich möchte Ihnen in diesem Abschnitt dieses Films allerdings nur die für mich zutreffendsten Theorien etwas näher bringen und Ihnen kurz darauf meine ganz eigene Theorie über die Entstehung einer Bewusstseinstäuschung vorstellen. Viele wissen zudem gar nicht, dass es auch das Gegenteil, also Fremdheit in einer vertrauten Umgebung, Phänomen gibt. Die Bezeichnung dafür lautet Jamais-vu und die Person empfindet eine Situation, einen Umstand oder einen bekannten Ort als gänzlich neu. Zum einen könnte es sein, dass Kurz- und Langzeitgedächtnis in diesen Augenblicken nicht miteinander harmonieren, wie es sonst der Fall ist. Die aktuelle Situation könnte also Merkmale von einer früheren Situation beinhalten und so der Täuschungseffekt entstehen. Des Weiteren vermutet man, dass stressige Situationen Déjà-vu-Erlebnisse auslösen können. Sobald der Stress abbaut und der Mensch sich wieder entspannt, treten laut Studien vermehrt Erinnerungstäuschungen auf. Viele psychotropische Substanzen erhöhen zudem angeblich ebenfalls das Risiko eines Déjà-vu-Erlebnisses. Diese Vermutungen der Wissenschaft sollten Sie jetzt allerdings nicht dazu bewegen, zu solchen Mitteln zu greifen. Viele Menschen, die solche Substanzen permanent meinen, können ebenfalls von eigenen Déjà-vu-Erlebnissen berichten. Deshalb erscheint diese Theorie für mich eher als leichtes Mittel zum Zweck. Trotz all dieser Theorien verfolge ich meine ganz eigene. Ja, das waren jetzt die Theorien der Wissenschaft. Meine Theorie sieht da schon wieder ein bisschen anders aus. Wahrscheinlich haben sich auch schon viele andere Menschen darüber Gedanken gemacht, wie sie so das Déjà-vu-Erlebnis erklären könnten und sind von der Theorie der Wissenschaft genauso wie von meiner Theorie wahrscheinlich auch wieder meilenweit entfernt. Aber das hat auch was Positives und zwar sammelt sich das ja dann alles, sag ich mal so, an so einem Boden wie von einer Pyramide und man kann dann anhand dieses Wissens wirklich filtern und sagen, ja, so geht das nach oben, bis letztendlich nur noch ein paar Theorien bleiben und die treffen sich dann an der Spitze und da kann man sich dann vielleicht wirklich sagen, hier ist die Lösung dabei, bis man die dann hat und dann hat man mit vereinten Kräften und unterschiedlichen Gedanken wirklich eine Lösung gefunden. Wobei ich behaupte, dass wir noch meilenweit davon entfernt sind, das Déjà-vu-Erlebnis erklären zu können. Ich erkläre mir das persönlich so, dass ich vergleiche es eigentlich mit einem Computer-Reboot. Also unser Gehirn wird praktisch gerebootet, das hört sich komisch an, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir in einigen Situationen doch im Unterbewusstsein so überfordert sind, dass das Gehirn wirklich eine Pause braucht und sagt, hey, down und wieder hoch. Wir kennen das von einem Computer, wenn wir da Haufen Programme zu laufen haben und so weiter und so fort. Irgendwann wird das Ding immer langsamer und wenn wir den nicht neu starten, dann verabschiedet der sich von alleine. Und so wird das bei dem Gehirn wahrscheinlich auch sein, zumindest nach meiner Ansicht nach, dass wir wirklich Situationen erleben, wo der Stressfaktor so hoch ist oder der Informationsfluss so dermaßen auf uns einströmt, dass das Gehirn wirklich eine Pause braucht, vielleicht sogar wegen Speicherkapazität oder so, dass da wirklich ein bisschen eben das Chaos geordnet werden muss, das Gehirn kurz entspannt und das fährt dann kurz runter, in meiner Ansicht natürlich, das Gehirn fährt sich dann kurz runter, das passiert natürlich in Bruchteilen von Sekunden. Und sobald das wieder hochfährt, was natürlich ebenfalls in diesen Sekunden passiert, kommt es uns so vor, als wenn wir diese Situation schon mal erlebt haben. Dabei standen wir die ganze Zeit da drin, das Gehirn war einfach in dem Moment, oder sagen wir mal eher der Mensch, der Kopf war in diesem Falle gedankenlos. So könnte ich mir das erklären. Das heißt, wir haben in dem Falle wahrscheinlich keinen Schmerz gespürt, keine Gedanken, nichts. Wie gesagt, es handelt sich nur um einen Bruchteil von Sekunden. Das Gehirn fährt runter und
Was es da macht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wie gesagt, neu sammeln oder so und fährt dann wieder rauf und wir stehen da. Diese Situation, das habe ich schon mal erlebt. Das ist so ein Déjà-vu, geht ja auch nicht 10 Stunden lang. Das sind ja meistens nur ein paar Sekunden. Und deswegen könnte ich mir das wirklich so erklären. Also ein Reboot des Gehirns, um sich neu zu sammeln, kurz zu entspannen. Gedankenlosigkeit würde ich damit einwerfen. Das wäre so für mich die Theorie, die ich persönlich verfolge, muss ich an dieser Stelle sagen. Ich habe mich da jetzt auch nie informiert, ob es die schon gibt. Aber wenn es die noch nicht geben sollte, dann habe ich sie auf jeden Fall jetzt in den Raum geworfen. Ich kann vielleicht auch noch kurz dazu sagen, zum Déjà-vu-Erlebnis, dass ich habe ja in dem Film den Hinweis gegeben, beziehungsweise den Tipp, dass sich die Leute wirklich mal die ganzen Déjà-vu-Erlebnisse aufschreiben sollten, um mehr über ihre Persönlichkeit und ihr Leben mitzubekommen, beziehungsweise Vergleiche anstellen zu können. Und auch ich habe natürlich Buch geführt über fast jedes Déjà-vu. Damals als Kind war das natürlich noch nicht so möglich, aber ja, jetzt mittlerweile schreibe ich wirklich alles auf. Und beim Erarbeiten dieses Films bin ich wirklich auf Videomaterial gestoßen, wo ich dachte, das gibt's doch nicht. Ich war da in einer Gegend gewesen, da stand so ein Baum und ja, da habe ich mal ein Déjà-vu-Erlebnis gehabt. Das war am 22. August 2001 war das gewesen. Das war im Sommer. Kurioser war nur, ich habe dann diese Videoaufnahmen gesehen vor kurzem und dachte, das gibt's doch nicht. Genau aus dieser Kameraperspektive, wo wir damals als Kinder einen Wandertag da hatten, da haben wir uns um so einen Baum gestellt und sind da rumgekreist, genau aus dieser Perspektive habe ich damals ein Déjà-vu erlebt, wo mir jemand entgegenkam, der später in meinem Leben noch eine wichtige Rolle spielen sollte. Und das gibt's doch nicht. Es war wirklich diese Perspektive gewesen, weil ich mir das wirklich genau notiert habe. Situation, Perspektive, was hatte ich noch aufgeschrieben? Sogar die Uhrzeit, Datum natürlich und den Ort, ganz klar. Daran konnte ich das dann bestimmen. Und ich bin fast vom Hocker gefallen, als ich das gesehen habe. Protagonisten konnte ich da jetzt nicht weiter rausfiltern, dass da irgendwie beim Wandertag welche dabei waren, die das waren. Es waren noch nicht dieselben Menschen und dieselben Situationen gewesen, aber es war exakt dieselbe Perspektive, aus der ich das Déjà-vu erlebt hatte. Und da dachte ich, wow, das ist auf jeden Fall nicht psychologisch, das muss was Paranormales sein. Ich habe sogar mal ein Experiment gewagt und habe mir vor kurzem mal wieder ein Gameboy geholt, wo ich damals wirklich als Kind viel drauf gespielt habe und ich habe mir auch ältere Spiele geholt von damals und ich habe eigentlich gehofft, dadurch mal ein Déjà-vu erzeugen zu können, aber es ist mir bisher nicht gelungen, denn ich habe die Spiele wirklich, so wie ich mich erinnern konnte, an den Orten gespielt, wo ich sie damals gespielt habe und da hätte eventuell doch die Wahrscheinlichkeit recht hoch sein können, dass ein Déjà-vu entsteht. Leider ist es das bisher nicht. Aber ich versuche das Experiment weiter. Was da aber noch mit rauskam bei diesem Experiment, wo ich extrem überrascht war auch, ich habe da Spiele dabei, die habe ich als Kind bestimmt, ich schätze, 5 bis 10 Mal durchgespielt. Und jetzt, so viele Jahre später, kann ich mich kaum an diese Spiele noch erinnern. Also es ist wirklich, wenn ich die Spiele, die Handlung und so, alles okay, ist noch einigermaßen vorhanden, aber einzelne Passagen, gerade Rätsel und so, die man damals wirklich so oft gelöst hat, da überlegt man wirklich heute noch, als wenn man die zum ersten Mal rätselt. Und da dachte ich, das gibt's doch nicht. Wahnsinn, also wirklich, das sind auch tolle Sachen, wo unser Gedächtnis uns auf jeden Fall einen ordentlichen Streich spielt. Wie gesagt, fast 10 Mal damals schon gespielt. Und wenn ich es jetzt spiele, kommt mir das vor, als wenn ich das erste Mal dran sitze. Wobei sich so steinchenweise immer mal wieder was ergibt, wo ich mir sage, Mensch, jetzt erinnere ich mich wieder dran. Gerade die Musik natürlich, die ist hängen geblieben. Und auch einzelne Level, wo ich dann mal, ja, doch, wenn dann so ein Bossgegner oder so wieder auftaucht, dann weiß ich auf jeden Fall auch, oh, doch, das war gewesen. Aber wie ich ihn besiege, das weiß ich kurioserweise nicht mehr. Also das ist wirklich auch so ein Phänomen. Großartig.
Was meinen Sie, würden Sie mir antworten, wenn ich Sie fragen würde, ob Sie an paranormale Aktivitäten glauben? Wahrscheinlich würden Sie sagen, alles, was ich nicht sehen und nicht fühlen kann, existiert für mich nicht. So weit ist die Wissenschaft auch schon. Was man nicht erklären kann, existiert nicht. Ist das Ihre eigene Meinung oder wurde Ihnen diese Meinung in den Mund gelegt? Wahrscheinlich sogar unbewusst. Paranormale Phänomene sind seit jeher im Umlauf. Erzählungen, was Menschen schon alles erlebt haben, gibt es zu Genüge. Die einen sehen Lichtkugeln, die anderen werden von Energien umgeben, ganz andere sehen unglaubliche Phänomene am Himmel, Außerirdische und so weiter und so fort. Kaum jemand schenkt solchen Beobachtungen Glauben. Weil man es nicht erklären kann? Oder weil doch mehr dahinter steckt und man die Wahrheit verbergen möchte? Man selber weiß, was man erlebt hat. Ich möchte Ihnen von meiner Geschichte berichten, meiner ersten Erfahrung mit paranormalen Aktivitäten. Wann ich das erste Mal Kontakt mit paranormalen Phänomenen hatte, daran kann ich mich neu erinnern. Ja. Das war damals, da war ich 4 Jahre alt gewesen und das war ein richtig heftiges Ding gewesen. Wahrscheinlich hoffen jetzt viele, dass ich sage, ich habe das erste Mal Ghostbusters 1 geschaut, aber nee, so ist es nicht. Es war wirklich ein Ding gewesen, was ich mir bis heute nicht erklären kann und was ich so auch nie wieder wiederholt hatte. Also ich habe es wirklich nicht mehr erlebt und habe es aber noch genau im Bild. Also ich entsinne mich ja gerade an diese Situation und wenn ich das jetzt malen müsste, ich bin kein guter Zeichner, aber wenn ich das jetzt aufzeichnen müsste, dann könnte ich Ihnen genau das Bild malen, was ich damals gesehen habe. Und das ist schon so viele Jahre her. Also ich habe wirklich 10, 15 Jahre später das auch mal ein paar guten Kumpels erzählt und die meinten, hier, also jetzt hängt er an hier rumzuspinnen. Ich meinte, nee, ich habe das so gesehen. Und meinte, naja gut, dann soll es vielleicht so gewesen sein. Ich kann mir da eigentlich nur so erklären, dass ich wirklich damals, da war ich 4 Jahre alt gewesen, das erste Mal mit Energien in Kontakt gekommen bin und vielleicht sogar was aufgesaugt habe an Energien, die ich heute noch nutze. Und das ist ein Ding, neben dem Season, den natürlich jeder besitzt, das muss eine Gabe gewesen sein, die weiß ich nicht. Aber ich kann mal kurz sagen, was ich da gesehen habe. Und zwar lebten wir damals in einem Block, fast an der Giebelseite. Und wenn ich rausgeguckt habe, dann habe ich auf dem anderen Block gegenüber geguckt. Also nicht genau in die Mitte des Blocks, es war nicht versperrt oder so, genau auf die... Ja, aufs Ende des Blocks habe ich da geguckt und dahinter stand noch ein Block. Daneben war noch ein großes Feld gewesen. Ob das eine Rolle gespielt hat, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann bloß das sagen, was ich gesehen habe. Das war ein Abend gewesen. Meine Mutter hat noch ferngeschaut und ich war als 4-Jähriger schon im Bett gewesen, aber später Abend, war 22, 23 Uhr, denke ich mal. Und ich bin dann irgendwie, ich kann mich nicht mal daran erinnern, ob ich vorher schon geschlafen habe, also ich kann es wirklich nicht sagen, aber irgendeine Energie hatte mich permanent dazu aufgefordert, ans Fenster zu gehen. Und ich wollte nicht ans Fenster gehen. Und irgendwann, ich bin eigentlich nicht so neugierig, dass ich dann sofort aufspringe und mir das angucke. Ich weiß nicht, wie das als Kind war, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ich auch da eine Weile gekämpft habe, also soweit ich mich da entsinne. Und ich bin dann wirklich zum Fenster hingegangen, habe da eine riesen, na was, ein Lichtkegel, Lichtkugel, das riesen Lichtball habe ich da gesehen. Und
als der dann irgendwie so ein bisschen, ja, sich verdunstet hat, ein bisschen erloschen ist, habe ich zwischen diesen beiden Blöcken gegenüber ein riesiges UFO gesehen, was da durchgeflogen ist. Und das war für mich eigentlich so ein Ding, wo ich dachte, das gibt's doch nicht. Also ich habe auch bloß noch die Hälfte des UFOs gesehen. Ich kann nicht mal mehr sagen, wie es vorne aussah, aber ich könnte wirklich hundertprozentig noch aufmalen, wie das UFO ausgesehen hat. Und das war so ein Moment gewesen, das gibt's doch nicht. Ich habe wirklich, konnte kaum über den Fensterrahmen schauen, aber das habe ich auf jeden Fall gesehen und ich konnte es mir nicht erklären. Ich stand dann da, ich war wie gelähmt und habe dann diesen Kneiftest gemacht. Sicherlich kennt man das ja, wenn man sich unsicher ist, ob man nur schläft oder träumt oder was auch immer, dass man sich dann kneift. Und ja, ich habe natürlich Schmerzen gespürt und dachte, ach, das kann doch alles nicht wahr sein. Bin dann zu meiner Mutter gerannt, schnellstmöglich ans Fenster, ja, rausgeguckt. Da war natürlich nichts mehr gewesen, so wie es halt ist. Das war wahrscheinlich wieder der Vorführeffekt gewesen. Selbst ich habe dann auch nichts mehr gesehen. Und ich kann mir eigentlich wirklich nicht erklären, was da passiert ist diese Nacht. Also ich kann mir nur erklären, dass ich da irgendwelche Energien aufgenommen habe. Aber was da passiert ist, keine Ahnung. Da ich es wirklich nie wieder erlebt habe. Das Ding ist, konnte dann erstmal eine Weile nicht schlafen und wo ich dann wieder geschlafen habe, bin ich natürlich auch früh wieder aufgewacht, habe meinen Arm angeguckt und hatte echt einen blauen Fleck von der Stelle, wo ich mich, also an der Stelle, wo ich mich gekniffen habe die Nacht. Das kann nicht wahr sein. Das war wirklich für mich so ein Moment gewesen, da war für mich klar, dass ich etwas erlebt habe, was so wahrscheinlich nur ganz wenige bzw. gar keiner erlebt. Und ich habe dann wirklich auch versucht rauszukriegen, ob andere Leute was gesehen haben. Ich war der Einzige, der es gesehen hat. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle des Films einen eher unbekannteren Straßenmagier vorstellen, der von sich selbst behauptet, mit Hilfe seiner Gedankenkraft Löffel, Gabeln und andere Gegenstände, unter anderem auch den Daumen eines Menschen, verbiegen zu können. Ich überlasse Ihnen die Entscheidung, ob Sie sagen, das, was ich gerade sehe, ist real, oder ob Sie sagen, dieser Typ führt so viele Leute in das Licht, das Einzige, was sich bei diesem Schwindler biegt, sind Balken. Ich mache jetzt so Bratwurst aus meinem Finger. Vertraut mir. Die gehen euch los. Hier, du bist jetzt. Du bist mein Proband. Okay, du bist wohl. Mach jetzt einfach mal. Mach dich mal die Lust. Wir versuchen jetzt hier irgendwas über das Bild. Ich würde dich jetzt einfach mal bitten, die Hand mal so einen Daumen zu zeigen. Mickey Maus mäßig so von die Lunge hoch. Die Kamera kann das vielleicht mal einfangen. Ich werde jetzt versuchen mit meiner mentalen Kraft, ich bitte euch alle rundherum, eure mentalen Gedanken, auch du, nicht so viel gucken, darauf zu senken. Ich werde jetzt versuchen mit meiner und unserer mentalen Kraft vor allen Dingen, den Finger zu verbiegen. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich sag, Echad Stein Schalosch und der Finger wird sich biegen. Echad Stein Schalosch! Das ist unglaublich, ist das. Das ist unglaublich. www.king-de.hu. Sehen wir den Finger nochmal. Das ist unglaublich. Und wir machen es noch besser. Wir biegen den zurück. Wir biegen den zurück. Nee, nee. Zurück. Zurück. Geht das? Zurück. Kriegen wir das hin? Ja, 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 wir kriegen das hin. Alles klar. Wir alle die Gedanken mit wieder schaffen. Auf Radstein raus geht der Finger zurück. Das ist unglaublich. Das ist Energie. Ich glaube, die kommt von... Das ist von uns hier. Der Finger geht zurück. Echad Stein Schalos! Denk dran, glaubt dran! Und wir biegen ihn nochmal! Oh, das ist schwierig! Kannst du uns wagen? Ja! Jawohl! Unglaublich, das geht nicht mehr! Das geht nicht mehr! Stopp! Was auch immer Sie über diesen harmlosen Straßenmagier denken mögen, glauben Sie immer an das Unbewusste. Fiktion und Realität liegen dichter beieinander, als es Ihnen aktuell bewusst ist.
Werte Zuschauer, wir befinden uns aktuell an einem der wohl bekanntesten und mystischsten Orte der Welt, einem Steinkreis. Ich gebe zu, dass die damals wahrscheinlich etwas anders ausgesehen haben dürften, aber Garden Productions wollte ihnen dennoch mal die Möglichkeit geben, einen Steinkreis zu sehen. Und deswegen bin ich hier an diesen Ort gereist und man erkennt an diesem Steinkreis wirklich sehr gut die Anordnung der Steine eben im Kreis. Wir haben hier in der Mitte im Bündelpunkt der positiven Energien noch einen Hügel. Der hat jetzt nicht so viel zu sagen hier in unserem Steinkreis. Was aber, oder beziehungsweise wer etwas zu sagen hat, ist natürlich die Wissenschaft. Und da kommen wir jetzt auch zum nächsten Thema, der Bedeutung der Steinkreise. Und da ist man sich wirklich uneinig. Sinn und Zweck sind bisher nicht wirklich belegt. Die einen behaupten, dass es sich wahrscheinlich bei Steinkreisen um den ersten Kulturkalender überhaupt handelt. Andere behaupten, dass es sich um Opferstätte handelt, Observatorium und so weiter und so fort. Angeblich wurden hier auch Volks- und Gerichtsversammlungen abgehalten. Auch das steht mit im Raum, genauso wie die Bestimmung der Sommersonnen- und Winterwende. Da sind wir wieder bei dem Kalender. Und ja, also da gibt es wirklich viele Theorien. Ich kann die jetzt nicht alle belegen, genauso wie die Wissenschaft eben nicht. Aber was ich belegen kann, zumindest was ich Ihnen aufgrund meiner geistigen Kräfte und Möglichkeiten sagen kann, dass sich hier positive Energien bündeln. Steinkreise, Bahn, kosmische und positive Energien. Und die bündeln sich natürlich hier in der Mitte. Wir können uns das mal näher anschauen. Ich gehe hier mal hoch. Ich bin jetzt praktisch im Mittelpunkt, im Bündelpunkt dieser ganzen Energien, die alle auf mich hier eintreffen. Was immer, wie gesagt, hier stattgefunden hat. Hier bündeln sich also diese Energien. Und wir können noch mal kurz hier zeigen, wie sich hier diese Steine aufgebaut haben. Also wirklich hier rundherum. Ist auch etwas abgesunken hier, dieses Beispiel eines Steinkreises, ganz klar. Aber wirklich wunderbar gemacht. Opferstätte, Grabstätte. Sie können entscheiden, was hier gemacht wurde. Würde mich interessieren. Steinkreise sind Kraftorte und diese spirituellen Bauwerke wurden auch als Orte für Meditation genutzt. Der erste Schritt, um seine inneren Kräfte zu wecken, führt über die Meditation. Wenn wir über Kornkreise sprechen, reden wir von großen Getreidefeldern, in denen komplexe Geoglyphen oder Kreise geformt sind. Die Kornhalme sind dabei gebogen oder eingeknickt, teilweise sogar miteinander verflochten. Das Rätsel über die Entstehung der Kornkreise ist bisher weiterhin ungelöst und bis heute erklärt man sich die Entstehung mit einer Mischung aus Aberglaube und Wissenschaft. Einer Erzählung nach soll der Teufel selbst damals die Kreise geschlagen haben. Es heißt, ein Bauer beauftragte einen Mann, die Felder zu mähen. Die beiden gerieten während der Verhandlungen in Streit. Der Bauer wollte dem Mäher den geforderten Preis nicht zahlen und schwor, dass er die Ernte eher dem Teufel überlassen würde, als dem Mann die Summe zu übergeben. In dieser Nacht soll ein helles, orangefarbenes Licht das Feld erhellt und Satan die Arbeit vollrichtet haben. Eine erste wissenschaftliche Theorie besagte, dass Blitze für die Entstehung von Kornkreisen verantwortlich seien. Die nächste Theorie ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Nun fand man die Erklärung in wilden Winden bzw. Windböen, alles Kräfte der Natur. Als aufgeklärt sah man dieses Phänomen allerdings nie. Mit der Zeit entstanden viele weitere Theorien. Unter anderem brachte man Kornkreise mit Botschaften von Außerirdischen in Verbindung. Schwebende Lichtkugeln wurden von einigen Bauern beobachtet. Es existiert sogar Videomaterial. Handelt es sich um unbekannte Flugobjekte? Versuchen Lebewesen eines anderen Planeten mit der Menschheit Kontakt aufzunehmen und hinterlassen uns deswegen eventuell wichtige Botschaften? Touristen berichten immer wieder von Kräften und Energien, die für Schwindel und Kopfschmerzen, bei anderen wiederum für Wohlbefinden sorgen. Bei früheren Touristen waren vollgeladene Batterien plötzlich leer. Kompassnadeln bewegten sich in verschiedene Richtungen und Videokameras zeichneten plötzlich nichts mehr auf. Ein Hinweis auf spezielle elektromagnetische Energiefelder oder übersinnliche Phänomene?
Kamerateams überwachten über Wochen verschiedene Getreidefelder. Bauern engagierten Wächter und trotzdem kann bis heute niemand wirklich erklären, wie diese Kreise entstehen. Immer wieder in Augenzeugenberichte mit dem Erscheinen einer Lichtkugel. Bergen sie wichtiges Wissen und die Erkenntnis über uns selbst? Zwischenzeitlich erklärten sich einige wenige Menschen verantwortlich als Macher der Kornkreise. Mit einem Brett, Schnur und Skizzen erzeugten sie angeblich vereinzelte Kornkreise. Doch wie erklären sie die Entstehung der Hunderte von Kornkreisen auf der ganzen Welt? Ein Resultat des Nachahmereffekts? Und vor allem, stimmt es, was diese Leute behaupten? Oder nutzen sie nur die Unwissenheit der Menschheit, um sich über diesen Weg in die Öffentlichkeit zu drängen? Für die Wissenschaft scheint dies die einfachste und einleuchtendste Methode. Diese Art der Entstehung existiert. Jeder kann sie sehen und fühlen. Zudem kann man sie jederzeit ausführen, wo, wann und wie man will. Doch dies wirft in mir eine Gegenfrage auf, die ich gern stellen möchte. Existieren Gedanken? Man kann sie nicht sehen und nicht fühlen. Erst wenn man ihnen eine physische Form verleiht, sie also aufschreibt, existieren sie und man nimmt sie im Ganzen wahr, ebenso wie durch Handlung und Sprache. Gedanken kommen durch unsere Handlung, durch Worte und Aufzeichnung zur Geltung. Angenommen, wir tun von diesen Dingen nichts. Existieren Gedanken dann etwa auch nicht? Ja, das Interessante bei der Erforschung der Entstehung der Kornkreise ist doch, dass immer wieder neue Theorien entstehen. Also es kommt immer wieder irgendjemand, der was Neues in den Raum wirft, weil die Wissenschaft sich das halt einfach nicht erklären kann. Sie hat ihre Erklärung und das ist auch für mich eigentlich mit die absurdeste, die da mit dabei ist. Und zwar kann ich das mal kurz erklären. Die Nacht im Dunkeln gehen zwei Menschen raus mit einem langen Seil im Schlepptau. Einer stellt sich dann hin, hält das eine Ende des Seils und der andere entfernt sich dann 30, 40, 50 Meter, hält das andere Ende des Seils in der Hand und umkreist dann diese Person, die da im Mittelpunkt steht. Und dann entsteht natürlich ein Kreis und das soll die Entstehung der Kornkreise sein. Was ich ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen kann, dann kann man das eigentlich auch alleine machen. Man geht die Nacht mit einem Balken oder so raus, buddelt den ein, macht dann Seil fest und dann, ja, strafft man das einfach und geht rundherum und dann macht man Kornkreise oder wie. Und kurioserweise kriegt davon nie jemand was mit, zumal die Leute, die das machen, nicht mal was davon haben, weil sie einfach nicht in der Öffentlichkeit stehen. Es wird zwar über diese Kreise berichtet, aber die treten ja auch weltweit auf. Das würde ja bedeuten, dass diese Leute weltweit rumreisen würden und überall Kornkreise machen würden, ohne was davon zu haben, außer halt Aufwand und Kosten. Und das kann ich mir überhaupt nicht nachvollziehen. Und ich kann mal sagen, ich habe auch einen Kornkreis mal aufgezeichnet, so wie er im Umlauf ist. Wir sehen den mal hier. Was da auffällig ist, sind diese Verbindungen und die sind äußerst gerade. Also wie gesagt, ich habe das jetzt nur abgezeichnet. Das ist wirklich so Videomaterial, Fotomaterial im Umlauf und niemand kann sich das erklären. Vor allen Dingen diesen Buchstaben F, der da noch zu sehen ist. Wahrscheinlich würde die Wissenschaft dafür auch noch eine Erklärung finden und einfach sagen, F, ja, das liegt doch so nah auf der Hand, das bedeutet doch Fake. Also sind es doch die Menschen. Ich finde, das ist absolut absurd und die Wissenschaft, die sollte, ja, mal im Unbewussten forschen. Also nicht bloß immer das Bewusstsein nutzen und versuchen da nur diese ganzen Lösungen zu finden. Man muss sich ins Unbewusste begeben, um Dinge zu lösen, um Sachen zu erklären, die man so gar nicht erklären kann, weil man es wahrscheinlich auch gar nicht will. Das ist so für mich so der Punkt. Ich habe ja auch wieder meine eigene Theorie noch, wie solche entstehen können. Ich könnte es mir erklären auch mit UFOs. Also ich habe ja von meinem ersten Kontakt mit paranormalen Phänomenen berichtet, und hat er auch gesagt, dass daneben ein Feld war, aber das war natürlich abgemäht, aber ich habe dieses UFO gesehen und ich könnte mir vorstellen, dass ich dieses UFO vorher irgendwie auf dem Feld oder so abgesetzt hatte oder so, das kann ich wie gesagt nicht sagen, weil ich nur das halbe UFO durch die Blöcke abfliegen sehen,
Aber das wäre für mich so eine Erklärung, wo ich sagen würde, ja. Also Wissenschaft hier mit, dass das von Menschenhand gemacht wird, das ist natürlich wieder die einfachste Sache. Klar, man kann das schnell erklären und jeder kann es nachmachen und jeder kann das sehen und fühlen, also existiert das auch. Niemand konnte bisher wirklich Beweise darüber erbringen, dass Gedankenübertragung möglich ist. Liegt es an mangelnden, unwissenden oder falschen Test- und Forschungsmethoden der Wissenschaft? Oder ist es tatsächlich nicht möglich, ohne die bekannten Signale unserer Sinne miteinander zu kommunizieren? Zauberkünstler und Mentalisten lieben diese scheinbare Unwissenheit und nutzen sie für ihre Bühnenprogramme. Die Wissenschaft bietet für die Beweiserbringung mehrere Hunderttausende von Dollar. Viele Menschen behaupten von sich, die Fähigkeit des Gedankenlesens zu besitzen, stauben den Geldpreis allerdings nie ab. Reicht Überzeugung in diesem Falle dieses Mal nicht? Oder deklariert die Wissenschaft einige Treffer der Probanden nur als Zufall? Wissenschaftler lieben das Wort Zufall, da sie sich die Beantwortung vieler, auch unangenehmer Fragen ersparen können, auf die sie einfach keine Antwort haben. Schaut man auf den Beginn zurück, stellt man sich die Frage, wie die Menschen damals kommunizierten. Als Sprache sich noch in der Entstehungsphase befand, musste man dennoch kommunizieren, um zu überleben. Mimik und Gestik waren zu diesem Zeitpunkt ebenfalls kaum festgelegt und nicht fest integriert. Erst über die Jahrhunderte entstanden die vielen unterschiedlichen Sprachen, Mimiken und Gestiken, wie wir sie heute noch nutzen. Betrachtet man den Ursprung, begannen wir bei Null. Es liegt demzufolge nahe, dass eine mit der ersten Kommunikationstechniken die Telepathie war. Und auch heute noch nutzen wir sie. Der eine mehr, der andere weniger intensiv. Gerade auch Blinde und Gehörlose schärfen ihren Stilsinn und entwickeln ihre telepathischen Fähigkeiten stetig weiter. Auch ihre Sinneswahrnehmung im Allgemeinen nimmt zu. Es sind scheinbar verborgene Fähigkeiten, die offensichtlich jeder Mensch besitzt. Doch muss man blind bzw. gehörlos werden, um sich dieser Sache bewusst zu werden? Sicherlich nicht. Wir können sofort damit beginnen, unsere Sinne zu schärfen. Zyniker und alle angehörigen Gruppen, die übersinnliche Phänomene leugnen, haben so gut wie keine Chance, paranormale Dinge und Telepathie zu erleben. Wer jedoch an höhere Mächte, ja sogar an einen Gott glaubt, führt hervorragende Voraussetzungen und eine telepathische Veranlagung mit sich. Gedankenübertragung findet öfters in ihrem Leben statt, als sie es selbst denken. Manchmal sind sie der Sender, manchmal sind sie der Empfänger. Erinnern Sie sich an Ihre Geburt. Ihre telepathische Bindung zu Ihrer Mutter war ausgeprägter als alle Ihre Sinne zusammen. Vielleicht ist es Ihnen schon mal vorgekommen, dass Sie an einen Menschen gedacht haben und dieser zufällig bei Ihnen angerufen hat. War das wirklich Zufall in diesem Moment? Vielleicht haben Sie an einen Menschen gedacht, sind in den Supermarkt gegangen und haben den Menschen dort getroffen. Vielleicht haben Sie sogar das Thema besprochen, was Ihnen dabei durch den Kopf ging. Es gibt ja auch diese telepathische Bindung zwischen Tieren und Menschen. Das kennt man ja auch. Die Tiere, die spüren, wenn es einem schlecht geht. Ohne, dass man großartig mit denen kommuniziert oder so, schon alleine, wenn man nach Hause kommt, einen schlechten Tag hatte, dann wird man anders empfangen. Die Tiere merken das sofort. Doch ist das wirklich alles nur Zufall? Es ist bekannt, dass die telepathische Verbindung zwischen eineiigen Zwillingen kilometerweit reicht. Stellen wir uns vor, ein Zwilling befindet sich im Osten Deutschlands und der andere im Westen. Dennoch können beide Zwillinge den Gemütszustand des jeweils anderen definieren. Ist das ein Beweis für telepathische Fähigkeiten? Das mit der telepathischen Bindung, das ist schon so eine Sache für sich. Mir passiert das auch öfters mal, dass ich an jemanden denke und dann treffe ich diese Person. Und ich muss da wirklich sagen, Gott sei Dank treffe ich die, weil ich mache dann meistens mit denen irgendwas, was nochmal später im Leben eine Rolle spielt. Sowohl in ihrem als auch in meinem Leben. Und deswegen, ich konnte eigentlich noch nie wirklich was Negatives ziehen aus diesen Zufällen.
Wenn man sich wirklich mal überlegt, wie viele Zufälle das dann angeblich auch sein sollen, die die Menschen haben im Leben, es ist ja unfassbar, wenn die Leute immer wieder sagen, ja, ich habe dich gerade getroffen, Zufall. Ich treffe eine halbe Stunde später wieder jemanden, naja, Zufall. Ich fahre mit einem Auto, höre Radio und denke die ganze Zeit an ein Lied und auf einmal läuft das im Radio und dann ist das Zufall. Wenn ich nach Hause komme, habe Hunger, meine Freundin hat das gemacht, was ich mir eigentlich innerlich gewünscht habe, ist das Zufall. Obwohl ich das alles nicht wusste. Wenn man sich das alles mal zusammenrechnet, dann ist da nicht so viel Zufall dahinter. Dann wären wir absolute Glückskinder auf der Welt, wenn wir immer alles nur mit Zufall abstempeln würden. Und genau das ist der Punkt. Die Wissenschaft, die liebt das Wort Zufall, weil sie sich einfach sagen, hey, egal was hier passiert und erzählt wird, wir brauchen ja nichts erklären, weil der sagt ja selber, es ist Zufall. Wenn man aber die Wissenschaft darum bittet, beziehungsweise auffordert, Antworten zu liefern, dann steht man erstmal eine ganze Weile im Regen. Ich möchte Ihnen von einer meiner ganz eigenen Erfahrungen mit Telepathie berichten. Eine Freundin von mir fuhr vor einigen Jahren in den Urlaub. Während des Urlaubs versuchte sie permanent, mich auf dem Telefon zu erreichen. Als ich mit ihr sprach, klagte sie über Unbehaglichkeit. Sie fragte, ob irgendetwas nicht stimme. Ich meinte, es ist alles in Ordnung. Nutze deine Zeit, erhole dich und komm gesund und munter zurück. Die Welt ist in Ordnung. Wir beendeten das Gespräch und Stunden später rief sie erneut an. Wieder klagte sie über Unbehaglichkeit und fragte erneut, ob alles in Ordnung sei. Ich meinte ja. Als sie vom Urlaub zurückkehrte, offenbarte sich uns das Schicksal. Ihr Vater lag bereits über 4 Tage tot in der Wohnung, laut Medizinern. Vor genau 4 Tagen hatte sie mich angerufen und gefragt, ob alles in Ordnung sei. Ein Beweis für Telepathie? Wollte der Vater Kontakt mit der Tochter aufnehmen, die kilometerweit entfernt war? Hat er versucht, aus dem Jenseits mit ihr zu kommunizieren? Ich sprach auch mit dem Bruder. Auch er berichtete darüber, dass er etwas spürte. Allerdings konnte auch er nicht ausmachen, worauf sich das beziehen könnte. Wollte der Vater zu seinen Kindern Kontakt aufnehmen? Vor dem Tod, während des Todes oder aus dem Jenseits? Diese Geschichte ist wahr und bis heute ein Rätsel für alle Beteiligten. Für mich existiert Gedankenübertragung. Solange die Wissenschaft keinen wirklichen Erweis erbringen kann, dass das überhaupt nicht möglich ist, gibt es für mich Gedankenübertragung. Ich habe selbst schon damit Erfahrungen gemacht und deswegen wird man mich von der Meinung auch nicht abbringen können. Über dieses Thema rede ich jetzt mal nicht mit Ihnen, sondern eher mit dem Zuschauer zu Hause. Werter Zuschauer, wenn Sie diesen Film aufmerksam bis an diese Stelle geschaut haben, dann erweckt das so ein bisschen den Eindruck, als seien Sie an der Erkundung und Erforschung Ihres eigenen Ichs interessiert. Das ist äußerst positiv zu werten, da viele Menschen, natürlich allen voran wieder die Zyniker, schon abgeschalten haben. Sie haben bereits so viele neue Dinge über sich erfahren durch diesen Film, dass Ihnen das jetzt in diesem Moment gar nicht alles bewusst wird. Erst im Verlaufe der nächsten Tage werden Sie nochmal über einige Dinge, die Sie in diesem Film erlebt haben, nachdenken. Ich denke, wir sind so weit, dass ich Ihnen eine persönliche Frage stellen kann. Besitzen Sie Laster? Laster, die Ihr Leben maßgeblich beeinflussen. Sei es Rauchen, Nägel kauen, Alkohol oder essen Sie zu viel Süßigkeiten, obwohl Sie sich sagen, das muss gar nicht sein. Oder stellen wir die Frage nochmal um, möchten Sie sich etwas abgewöhnen? Ich möchte Ihnen helfen, Ihre Willenskraft zu aktivieren und Ihre Laster loszuwerden. Dazu sollten Sie jetzt aufschreiben, was Sie loswerden möchten. Sie müssen sich 100%ig im Klaren sein. Wenn Sie aufhören wollen zu rauchen, stellen Sie sich nochmal die Frage, wollen Sie aufhören oder nicht? 10 Zigaretten am Tag und dann nur noch 3 zählt nicht. Wollen Sie aufhören oder nicht? Wenn Sie komplett aufhören, sind Sie ein Gewinnertyp. Wenn Sie es nicht machen, wenn Sie sich sagen, ich gehe bloß runter auf 3 Zigaretten, sind Sie ein Verlierertyp. Schreiben Sie sich Ihr Ziel auf. Machen Sie Ihre Gedanken sichtbar,
So können Sie sich Ihre Zielsetzung immer wieder anschauen. Ich empfehle Ihnen auch, sich extra Sätze dafür einfallen zu lassen. Positive Sätze. Sagen Sie sich, ich schaffe das. Ich beweise mir selbst, dass ich es schaffe, damit aufzuhören. Sie können jeden Satz nehmen, den Sie möchten. Hauptsache, Sie formulieren diesen positiv und sagen sich diesen Satz mehrmals am Tag zu Ihnen selbst. Immer und immer wieder. Wiederholen Sie diesen Satz. Sobald Sie das Gefühl haben, dass die Angewohnheit sich wieder in den Alltag schleicht, sollten Sie sofort an diese Sätze denken. Sprechen Sie zu sich selbst. Schauen Sie sich Ihren Zettel an. Schauen Sie sich Ihre Zielsetzung an. Schaffen Sie das? Ja, sicherlich schaffen Sie das. Ich empfehle Ihnen auf jeden Fall auch, niemanden davon zu berichten. Nicht mal Ihren besten Freunden sollten Sie davon berichten, was Sie vorhaben. Es ist immer positiver, hinzugehen und zu sagen, hey, ich habe mir was vorgenommen und ich habe es geschafft, als zu sagen, hey, ich bin gescheitert. Vor allem sollten Sie sich in diesen Punkten vor Neidern in Acht nehmen. Sätze wie, das schaffst du eh nicht, sind nicht förderlich für Ihr Vorhaben. Sie schaffen das. Ihren Startpunkt können Sie frei wählen. Sie können sich jetzt selbst die Frage stellen, warum viele Menschen etwas auf Silvester verschieben. Angenommen, wir haben September, Oktober, November. Und die Leute sagen, oh, ab 1. Januar mache ich das und das nicht mehr. Glauben Sie, dass diese Leute das schaffen werden? Zum größten Teil nicht. Wenn sie sich wirklich etwas vorgenommen haben, dann brauchen die nicht bis zu Silvester warten, sondern können sofort beginnen. Vergessen Sie Belohnung nicht. Sie können gerne sagen, ich beginne morgen mit meinem Programm. Sie können auch in einer Woche starten. Sie sollten sich aber den Termin wirklich festlegen und mit diesem Datum starten. Sollte während Ihres ganzen Vorhabens etwas schief gehen, dann sollten Sie auch bereit sein, sich zu verzeihen. Es kann vorkommen, dass Sie sich dabei nochmal ertappen. Nehmen Sie sich das nicht übel, rauchen Sie die letzte Zigarette und dann machen Sie das Programm ganz normal weiter. Sie werden sehen, Sie werden das schaffen. Ihre Willenskraft ist dazu in der Lage, Sie zu unterstützen. Es ist Ihr Geist. Wenn Sie etwas wollen, schaffen Sie das. Wenn Sie niemanden davon berichten, haben Sie keine Neider. Es sollte nicht zum Stress werden. Sehen Sie es positiv und vor allem sehen Sie, was Sie dadurch auch sparen können in einigen Fällen. Sie können sich gerne auch als Beispiel Ihre Lieblingshaustiere nehmen. Haben Sie Katzen, Hunde, die immer wieder dabei sind, wenn Sie rauchen? Es ist bekannt, dass Tiere ihr Fell putzen. Was meinen Sie, was Sie aufnehmen? Korrekt, den Rauch. Jeder weiß, dass Rauch nicht gesund ist. Vor allem auch für Passivraucher. Auch Ihre Haustiere sind Passivraucher. Wenn Sie sich etwas vornehmen, schaffen Sie das. Beweisen Sie es sich selbst. Wenn Sie es wirklich wollen, schaffen Sie es. Und wenn Sie auf der ganz sicheren Seite sein wollen, dann versprechen Sie mir bitte jetzt, dass Sie nicht rückfällig werden. Um Himmels Willen, ich möchte Ihnen nichts übel nehmen, aber wenn Sie mir Ihr Versprechen geben, dann bekommen Sie von mir das Versprechen, dass Sie es mit Hilfe Ihrer Willenskraft und der Macht Ihres Geistes schaffen werden. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und ich glaube an Sie. Dass unser Geist Macht besitzt und nicht unterschätzt werden sollte, dürfte Ihnen bereits bewusst geworden sein. Falls Sie dennoch etwas daran zweifeln, möchte ich einen weiteren Beweis erbringen. Eventuell sprach Ihr Hausarzt schon mal davon, dass Sie unter psychosomatischen Symptomen leiden. Psychosomatisch bedeutet Psyche, also Atem, Seele, Geist und Soma, Körper. Gemeint ist damit die Beziehung zwischen Geist und Körper. Der Geist hat die Macht, den Körper zu beeinträchtigen und der Körper beeinträchtigt unter Umständen den Geist. Die Beziehung zwischen Geist und Körper existiert und wird von der Wissenschaft und der Medizin anerkannt. Negative Gefühle und Stimmung schwächen Ihr Immunsystem. Trauer, Depression und Ärger belasten Ihren Körper. Ja.
Körper und Geist harmonieren miteinander. Sie wollen Beispiele? Vielleicht sagt Ihnen der Spruch, mir liegt etwas auf dem Magen, etwas. Haben Sie sich diesen Spruch schon mal selbst gesagt? Vielleicht haben Sie schon mal die Situation erlebt, dass Sie Hunger hatten. Der Körper forderte nach Nahrung. Zwischenzeitlich erfuhren Sie eine negative Botschaft, die Sie beschäftigte. Ihr Körper wollte nichts mehr essen. Sie wollten nichts mehr essen. Sie waren sprichwörtlich satt. Der Einfluss des Geistes auf den Körper. Die Beziehung zwischen Geist und Körper wirkt sich auch auf Ihre Körperhaltung aus. Wenn Sie beispielsweise gut gelaunt sind, dann gehen Sie wahrscheinlich mit erhobenem Kopf und Stolz durch die Welt. Haben Sie schlechte Nachrichten bekommen, bedrückt Sie etwas oder machen Sie sich um etwas Sorgen, dann lassen Sie sprichwörtlich wohl eher den Kopf hängen. Ihre Mitmenschen merken, dass etwas nicht in Ordnung ist. Aufrecht gehen tun Sie nicht mehr. Ich habe es wirklich geschafft, mir während der Dreharbeiten zu diesem Film auf Arbeit eine Verletzung zuzuziehen. Und zwar beim Schnürsenkelbinden. Da habe ich mir in der Tat in der Wade eine Sehne gerissen, sowie auch Muskelfaserriss zugezogen. Höllischer Schmerz, kann ich nur sagen. Und das war für mich den Tag eigentlich wirklich wieder der Beweis gewesen, dass Symbiose zwischen Geist und Körper in diesem Moment überhaupt nicht gestimmt haben. Da war die Harmonie ganz woanders gewesen. Eine Verletzung, die ja hätte eigentlich so nicht sein müssen. Ich kann ja mal kurz sagen, wie das passiert ist. Ich habe da eine Europalette zu liegen gehabt und auf der lag eine Europappe schief. Also eine ganz normale Pappe lag auf dieser Europalette. Ich wollte meinen Fuß halt nun auf der Palette abstellen. Also den Fuß abstellen, das hört sich ja komisch an. Also draufstellen, um halt eine Erhöhung zu haben, um den Fuß besser binden zu können, da die Schnürsenkel. Und ja, durch die schiefe Pappe muss der Geist wirklich den Eindruck gehabt haben, hier wird eine Kante drunter sein von der Europalette. Ich wollte da wirklich aufstellen und zack, habe ich voll an der Kante vorbeigetreten, eben durch die Pappe. Und ich kann nur sagen, das waren Schmerzen, die muss man echt nicht gehabt haben. Das war wirklich irre gewesen. Wahrscheinlich war der Geist wirklich darauf eingestellt gewesen, dass hier Widerstand ist. Und dieser Widerstand war eben nicht gewesen. Man kann sich das wahrscheinlich so vorstellen, wenn man gegen eine Glasscheibe läuft oder so eine große Glasscheibe, die man vorher nicht gesehen hat, und dann läuft man da voll durch oder gegen eine Wand oder so, mit was für einer Wucht man da wirklich gegenknallt, also das ist echt irre. Und der Fuß scheint dann wirklich da vorbeigetreten zu haben. Der Geist hat natürlich das Signal gegeben, dass da Sicherheit herrscht, dass da ein Widerstand ist, und dann kam es sofort zu dieser Verletzung. Ich musste auch zu den Ärzten, und das ist echt schon richtig derbes Ding gewesen. Anderes Beispiel kann man vielleicht noch, oder wie man es mit vergleichen könnte, wir haben eine Pappe Milch auf dem Tisch stehen lassen, eine leere, haben wir nicht weggeräumt, und dann kommt ein anderer Typ, der die Pappe Milch sieht und denkt, ach ja, da nehme ich jetzt auch einen Schluck von, und geht natürlich mit der Gewissenheit ran, dass die nur voll ist, und dann nimmt er die mit voller Kraft und dann ist die Pappe leer. Das ist eigentlich genauso ein Effekt wie auch bei Dosen und so weiter. Optische Täuschung würde ich da nicht mal unbedingt mit reinziehen. Wahrscheinlich ist es mehr ein Erfahrungsbericht für sich selbst, dass man halt davon ausgeht, dass das noch gefüllt ist. Und so war es wahrscheinlich auch mit der Pappe gewesen. Der Geist hat nur die Signale gesehen und weitergegeben, dass darunter die Palette ist. Also Widerstand, der feste Boden. Dadurch, dass die Pappe aber schief lag und ich das vorher nicht so erkennen konnte, habe ich echt voll durchgetreten, und das waren Schmerzen gewesen. Die muss man wirklich nicht erlebt haben, und die Verletzungspause sowieso nicht. Die hat mich erstmal ein bisschen aus der Bahn geworfen, mussten einige Termine canceln, aber ja, da kann man ruhig machen. Der Geist stand in dem Moment wieder über dem Körper. Achten Sie vermehrt auf Ihre Gesundheit und hinterfragen Sie aktuelle Krankheiten. Stellen Sie sich selbst Fragen und beantworten Sie diese wahrheitsgemäß. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Leben? Läuft alles nach Plan? Welche Themen beschäftigen Sie regelmäßig und was tut Ihnen gut bzw. nicht? Was Ihnen Spaß macht, kann sich nur positiv auf Ihre Zufriedenheitsskala auswirken.
Nutzen Sie genügend Zeit für die Befriedigung Ihrer eigenen Bedürfnisse. Fühlen Sie sich vernachlässigt? Warum? Nehmen Sie sich Zeit zur Beantwortung dieser Fragen und nutzen Sie gegebenenfalls die Kraft der Meditation als Unterstützung. Suchen Sie gegebenenfalls nach Lösungen. Ihre Seele spiegelt Ihren Geist wider. Lösen Sie sich von dem Gedanken, dass die Tage zu kurz wären. Nutzen Sie Ihre Zeit am Tag einfach intensiver. Sie steht Ihnen richtig eingesetzt zur Verfügung. Machen Sie öfter Spaziergänge und genießen Sie die heilenden Kräfte und die Schönheiten der Natur. Auch Großstädte bergen ruhigere Ecken, die Sie vielleicht auch noch gar nicht erkundet haben. Nutzen Sie Ihre Möglichkeiten und heilen Sie Ihren Geist. Sie sind frei. Lachen Sie öfters. Lachen ist gesund und auch der Alltag hält viele lustige Situationen bereit. Auch Sport entfaltet entspannende Wirkung. Zudem sollten Sie lernen, auch mal Nein zu sagen. Dadurch gewinnen Sie zusätzliche Zeit und sparen Energien auf, die Sie für sich selber nutzen können. Denn nicht alle Situationen erfordern Ihre Teilnahme, auch wenn es Ihnen stetig den Anschein macht. Sollten Sie ungelöste Probleme mit sich führen, beginnen Sie diese zu lösen. Es gesellen sich nur weitere hinzu und belasten Sie zusätzlich. Bei kritischen Problemen können Sie sich jederzeit an einen Arzt Ihres Vertrauens oder an Psychologen wenden. Vermeiden Sie die Einnahme von Pillen und denken Sie positiv. Genießen Sie die positiven Seiten des Lebens und halten Sie sich immer vor Augen, dass die Sonne täglich aufgeht und die Welt sich stetig weiterdreht. Auch wenn es einmal nicht so läuft, wie Sie es sich vorstellen und wünschen. Jeder von uns träumt nachts. Doch nur wenige erinnern sich morgens noch daran. Deshalb behaupten viele fälschlicherweise, sie träumen selten bis gar nichts. Unsere Träume sagen viel über unsere Wünsche, Emotionen, Ängste, Ansichten und Fantasien aus. Wir erleben Momente, die in der Realität als unmöglich erscheinen. Die Träume, die uns am meisten in Erinnerung bleiben, sind Albträume. Sie machen uns Angst und bringen uns zum Grübeln. Einer der bekanntesten Albträume ist sicherlich der freie Fall. Kurz vor dem Aufprall wacht man schweißgebadet auf und ist froh, im Bett gelandet zu sein. Verlassen hatte man es nie, würde aber alles darauf wetten, gestürzt und dem Tod gerade nochmal von der Schippe gesprungen zu sein. Während dieses Traums verändert sich bei vielen Menschen der Blutdruck. Ein weiterer Beweis für den Zusammenhang zwischen Geist und Körper. Doch was wollen Sie uns mitteilen? Sicher ist, dass dieser Traum mit der Realität nah in Bezug steht. Gerade sensible Menschen vor wichtigen Prüfungen im Leben erleben diesen Traum. Er signalisiert Unsicherheit, die Angst vor dem Versagen. Doch es gibt Hilfe. Sobald Ihr Geist im Gleichgewicht ist und Sie lernen, positiv zu denken, haben solche Träume keine Chance mehr bei Ihnen. Nutzen Sie meine Tipps gegen Stress, um diesen Situationen und vor allem auch dieser Art von Träumen zu entgehen. Wenn Sie vor Ihren Prüfungen gut vorbereitet sind, wissen Sie, was zu tun ist. Es gibt keinen Grund dafür, Angst vor dem Versagen zu haben. Nehmen Sie diese Gedanken in Ihre Meditation mit auf und genießen Sie die schöne Welt der Träume. Meditation vor dem Schlafengehen erhöht sogar noch die Wahrscheinlichkeit für angenehmere Traumerlebnisse. Psychopharmaka haben die Möglichkeit, das Träumen zu unterdrücken. Ich empfehle Ihnen allerdings, wenn möglich, auf die Einnahme jeglicher chemischer Substanzen zu verzichten. Keine Pille der Welt heilt Ihren Geist. Keine Pille der Welt löst Ihre Probleme. Interessanterweise können Nebengeräusche wie die von Automotoren, Vogelgezwitscher und andere Einzug in unsere Träume halten und diese damit maßgeblich beeinflussen. Auch körperliche Eindrücke und Lichteffekte fallen unter solche Einflussfaktoren. Es gibt viele unterschiedliche Traumarten, die wir aufgrund der notwendigen zur teilwerdenden Ausführlichkeit hier nicht betrachten möchten. Forschung zufolge träumen auch Tiere. Gerade bei Hunden und Katzen kann man gut erkennen, wie sie während des Schlafs ihre Pfoten bewegen, als würden sie laufen. Zudem geben sie manchmal während des Schlafens Laute von sich, ebenso wie der Mensch. Während des Träumens kann es vorkommen, dass wir sprechen oder murmeln.
Vielleicht haben sie auch schon mal einen Traum erlebt, den sie selbst steuern konnten. Luzide Träume, also Klarträume, sind Träume, die man maßgeblich beeinflussen kann. Luzide Träume sind großartig. Also man ist sich ja bewusst, dass man träumt und kann dadurch natürlich auf die Handlung auch Einfluss nehmen. Und das finde ich großartig, gerade wenn man so ein Horrorfreak ist, dann hat man wahrscheinlich eher Träume, wo man dann wirklich gerade so nochmal den Tod von der Schippe springt oder wo irgendwie, weiß ich nicht, gerade nochmal so man mit einem blauen Auge davonkommt. Andere Träumer, die fliegen wahrscheinlich eher gerne, ist wahrscheinlich einer der Lieblingsträume. Deswegen finde ich luzide Träume auch großartig. Umso kreativer der Mensch ist, umso schöner werden eigentlich die Träume. Das Einzige, was da wirklich dem Ganzen eine Grenze setzt, ist halt die eigene Hemmschwelle, die eigene Grenze. Ansonsten kann man da wirklich sehr viel erleben. Man kann das ja sogar lernen. Das finde ich eigentlich auch toll. Da sind wir wieder bei dem Thema mit der Willenskraft. Wenn man die gezielt einsetzt, kann man wirklich luzide Träume erlernen. Das ist einer mit der ersten Schritte. Natürlich geht das auch mit der Meditation wieder sehr gut. Aber wenn man die Willenskraft wirklich einsetzt, sich vom Schlafen gehen oder am Tag immer wieder ins Gedächtnis ruft, heute möchte ich luzide Träume haben, ich möchte die Träume steuern, dann ist das wirklich möglich. Also nicht gleich am ersten Tag, aber wenn man das trainiert, dann empfehle ich auch, sich ein Buch über die Träume zu führen und immer wieder mal drüber nachzudenken, was man so geträumt hat, denn es kehren doch immer wieder viele Facetten zurück in die Träume und dann kann man wirklich Einfluss drauf nehmen. Man sollte auch, wenn man Tagträumer ist, beispielsweise sich öfter mal am Tag die Frage stellen, ob man wach ist oder ob man gerade träumt. Auch das ist eine sehr hilfreiche Methode, die ich anfangs mit angewendet habe. Deswegen finde ich das eben so großartig, weil ich träume sehr oft steuerbare Träume, luzide Träume. Und bei mir kommt auch eine Menge zusammen. Also es heißt ja, dass ich ein sehr kreativer Mensch bin und da kann man sich vorstellen, was ich da so für Sachen erlebe. Könnte ich Bücher drüber schreiben. Und ich kann ja mal das Geheimnis sogar offenbaren, dass ich einige YouTube-Videos zum Beispiel oder Videoideen wirklich auch durch luzide Träume verinnerlicht habe, ausprobiert habe, wie das so funktionieren könnte. Und ich bin halt jemand, der sich gleich alles aufschreibt und wenn er was aufgeschrieben hat, also die Gedanken wieder einer physikalischen Form gegeben hat, dann bin ich derjenige, der das dann auch im Nachhinein in die Praxis nochmal umsetzt und dann nicht ewig aufschiebt. Und deswegen, denke ich mal, sind schon die ein oder anderen guten Szenen zustande gekommen. Ich kann nur jedem empfehlen, das wirklich versuchen zu lernen und über den Grenzen zu schweben und wirklich tolle Sachen zu erleben, die man im Real Life oder generell im Leben wahrscheinlich so nicht machen kann. Und deswegen finde ich luzide Träume wirklich einen mit der schönsten Geisteszustände, die man wirklich erzeugen kann, ohne großen Aufwand, einfach nur mit Disziplin, Wissen und vor allem mit der Hilfe der Willenskraft. Was erwartet unseren Geist bzw. unsere Seele nach dem Tod? Eine Frage, die sich die Menschheit seit Anbeginn stellt. Jeder Mensch hat auf diese Frage seine eigene Antwort. Die einen denken, wenn man gute Taten auf der Welt erbracht hat, landet man im Paradies, also im Himmel, und trifft dort seine Verwandten und andere wichtige Personen wieder, um mit ihnen bis in alle Ewigkeit verbunden zu bleiben. Im Gegenzug eröffnet sich für alle Menschen mit schlechten Taten nur der Weg zur Hölle. Der finale Kampf zwischen Gut und Böse mündet also letztendlich in dieser Theorie. Andere wiederum denken, sobald wir sterben, wandert unsere Seele zu einem weiteren physischen Körper, in dem wir weiterleben. Beispielsweise einem neugeborenen Menschen. Einige Informationen gehen auf dieser Reise verloren. Scherzhafterweise werden zu diesem Thema immer wieder amüsantere Szenarien ausgedacht. So wandert die Seele eines eher introvertierten, unternehmungsunlustigeren Menschen beispielsweise in einen Stein, der einfach nur da liegt. Wieder ganz andere denken, wir wären der Teil eines großen Plans und wurden von einer höheren Macht in physische Körper gesteckt, um uns durch Prüfung zu beweisen. Doch wer ist der Auftraggeber dieser Prüfung? Ist es Gott? Ist es das Universum? Oder eine ganz andere Macht? Diese Frage leitet mich weiter zur nächsten, der Frage nach dem Sinn des Lebens. Sicherlich haben auch Sie sich schon mal die Frage gestellt: Warum leben Sie eigentlich? Leben Sie,
um früh aufzustehen, auf Arbeit zu fahren, nach Hause zu kommen und schlafen zu gehen, um Zeit mit anderen zu verbringen, Familien zu gründen, Videospiele zu spielen und zu feiern? Oder gilt das alles nur als Zeitvertreib, um den Prozess bis zum Sterben etwas angenehmer zu gestalten? Oder möchten Sie was hinterlassen? Vielleicht sollen Sie was hinterlassen. Ich möchte Ihnen meine ganz eigene Theorie über die Beantwortung der Frage nach dem Sinn des Lebens etwas näher bringen. Ich vergleiche das Ganze mit dem Universum. Das Universum gilt für mich als unendlich und unsterblich. Ständig entstehen neue Sterne und andere Dinge. Ähnlich ist es mit unserem Bewusstsein. Nicht unser Gehirn entscheidet, was wir tun, sondern unser Bewusstsein. Der Sinn des Lebens besteht darin, das Bewusstsein zu erweitern. Und genau das Bewusstsein ist das, was sich freut, wenn wir sterben, da der Prozess, sich permanent erweitern zu müssen, mit dem Sterben endet. Ja, das war jetzt die Theorie über den Sinn des Lebens und ja, gibt es ein Leben nach dem Tod? Das kann ich jetzt so pauschal gar nicht beantworten, weil es ist ja noch niemand zurückgekommen, also das kann eigentlich gar niemand wissen. Für mich persönlich, ja, also ich denke auf jeden Fall, dass uns da noch was erwartet. Ich kann ja kurz mal ein bisschen was darüber berichten. Vielleicht als erstes mal den Sterbeprozess, da wissen wir ja selber, wie das abläuft. Ich habe so das Gefühl, beziehungsweise so nach dem, was ich so geforscht habe und Informationen und so weiter und so fort, könnte ich mir vorstellen, dass wir auf jeden Fall im Bewusstsein vorher sterben und danach erst der Körper kommt. Also es klingt wieder komisch, das bezieht sich jetzt wieder auf den Sinn des Lebens. Also es spielt sich weit vor dem Tod eigentlich ab. Selbst wenn wir gegen einen Baum rasen und da unser Leben verlieren, schließt unser Bewusstsein vorher die Pforten, als es der Körper tut. Davon bin ich überzeugt. Wenn wir uns den Sterbeprozess selber anschauen, würde ich sagen, dass der Geist sich in diesem Moment vom Körper löst. Also wir denken ja, wir sind fest, das können wir gerne mal ausprobieren. Das hört sich alles fest an, das klingt fest, das fässt sich fest an. Aber wie wir wissen, besteht 99% der Materie aus leerem Raum. Also ist das hier eigentlich, ja, ich hätte vielleicht hier klopfen sollen. Aber ja, okay, dann hätten das die Leute vielleicht besser verstanden. Also mit dem Körper ist klar, was passiert, aber was passiert mit dem Geist? Und jetzt kommt die Frage, wo die Wissenschaft sich echt immer noch schwer tut, dran zu forschen und sich permanent weiterhin spaltet, weil niemand was belegen kann. Was passiert nun mit dem Geist? Also ich gehöre der Klasse an, der sagt, dass der Geist Energie ist. Und Energie, das wissen wir, die geht nicht verloren. Energie geht nicht verloren. Das Problem ist, dass die Wissenschaft bisher keine Beweise erbringen konnte, dass es wirklich Energie ist, die ja wie Strom oder so einfach physikalisch ja sichtbar kann man nicht sagen, die einfach erklärbar ist, also materiell fassbar ist. Der Geist selbst ist nicht fassbar. Wobei ich jetzt das Gegenteil behaupten möchte. Und zwar, wenn ich jetzt sterben würde, würde auf jeden Fall dieser Film weiter existieren. Und angenommen, das Bildmaterial verschwindet. Mein Geist hat immerhin noch die Gedanken in Sprachform auf diese Speicherkarte jetzt gebannt. Und das bedeutet, dass dieser Geist sich doch manifestiert hat in einer physikalischen Form. Das ist für mich so. Wir können uns das so vorstellen wie mit Einstein, der damals, oder egal welcher Wissenschaftler, ich nehme jetzt mal Einstein, der damals geforscht hat ohne Ende und auf einmal war er weg. Aber wir forschen halt mit diesem Wissen, was Einstein uns hinterlassen hat, weiter. Und das bedeutet, dass der Geist über der Materie steht, beziehungsweise die Materie überlebt. Wir können überall jetzt nach Einstein suchen, wir werden so gut wie nichts mehr finden, außer halt sein Wissen, was er uns hinterlassen hat. Und das stammt halt nicht irgendwo aus einem physikalischen oder physischen Umfeld, sondern das waren seine Gedanken. Ich habe ja in dem Film vorhin schon mal gesagt, an anderer Stelle, Gedanken sichtbar machen, also in der körperlichen Form geben, sodass man die wirklich bewusster wahrnimmt. Und so kann man das eigentlich erklären. Es gibt ja auch eine tolle Theorie mit dem
Leben nach dem Tod, das man bereits vorher schon gelebt hat und immer weiterlebt. Man kann sich das so vorstellen, jetzt im eigenen Leben, man hat Fehler gemacht, dann stirbt man und wird in einem neuen Körper wiedergeboren und macht diese Fehler dort nicht mehr. Kurioserweise kann sich niemand daran erinnern, schon mal gelebt zu haben. Das ist eigentlich die Frage, die da auch mal mitgestellt werden müsste. Kann sich irgendjemand daran erinnern, vorher schon mal gelebt zu haben? Man fragt sich immer nur, lebt man nach dem Tod nochmal irgendwo? Aber man fragt nie, ob man davor lebt. Das könnte ich dann wieder so auf Einstein mal kurz als Beispiel ziehen. Wir können uns das so vorstellen, Einstein hat gelebt, Einstein hat geforscht, Einstein ist gestorben. So, nur wurde er neu geboren und hat mit dem Wissen, was er vorher ergattert hat, mit einigen Restteilen weiter geforscht im nächsten Leben. Und so könnte man das jetzt immer weiterführen, bis wir letztendlich zu den Punkten gekommen sind, wo er dann hingekommen ist. Und das geht immer so weiter, dass wir praktisch jetzt mit dem Wissen von Einstein weiterforschen. Ich will jetzt nicht behaupten, dass Einstein permanent immer noch irgendwo lebt. Aber wie gesagt, der Geist ist Energie und mit dieser Energie muss was passieren. Wir können uns das so vorstellen, der Körper ist tot, liegt da und die Energie wird ja weggezogen. Ich sehe den Geist, den menschlichen Geist sowieso wie so ein Magnet. Man kann sich das so vorstellen, wenn wir Interessen haben oder mit anderen Menschen kommunizieren und eine besondere Bindung haben, dann ziehen sich die Sachen an. Unser Geist sagt, hey, da müssen wir nochmal hinterher sein. Also ich kann es nochmal kurz sagen, der Geist, der menschliche Geist, der löst sich nicht auf, damit passiert was. Hölle und Himmel möchte ich da jetzt nicht mit reinnehmen. Ich könnte mir eher wirklich vorstellen, dass der Geist ja in einer anderen Form nochmal irgendwo unterkommt. Es gibt ja auch immer wieder Berichte über Nahtoderfahrungen, wo Menschen davon berichten, dass sie von Verwandten und von Freunden im Jenseits empfangen wurden. Kurz darauf sind sie dann wieder ins Leben getreten und haben davon berichtet. Da gab es so einen Fall in den 90er Jahren, wahrscheinlich der bekannteste, mit Pam Reynolds, die damals operiert wurde, von den Ärzten während der Operation als klinisch tot eingestuft wurde, weil der Körper wirklich, da wurde alles runtergefahren, also da ging nichts mehr. Sie war tot und konnte sich, nachdem sie Gott sei Dank diese Operation überstanden hat, an viele Details erinnern, wo man sich wirklich gleich in der Wissenschaft fragte, wie geht das? Sie wurde operiert, war klinisch tot, konnte aber Sätze von Ärzten wiedergeben, konnte beschreiben, was passierte. Sie sah das wohl teilweise aus der dritten Personenperspektive. Und da fragt man sich natürlich, wie sowas möglich ist. Ich könnte mir das jetzt so erklären, dass vielleicht unser Körper in der Lage ist, paranormale Aktivitäten zu erzeugen. Also man muss sich ja vorstellen, auch wenn sie klinisch tot war, hing sie immer noch an einem elektrischen Gerät, wie man das von Krankenhäusern her so kennt. Und sie stand natürlich auch extrem unter Narkose- und Schmerzmitteleinfluss. Und ich könnte mir da vorstellen, dass wirklich in einigen Passagen das Narkosemittel etwas nachgelassen hat und sie kurzzeitig immer wieder zu Bewusstsein kam, war natürlich durch das Schmerzmittel komplett betäubt, aber hat natürlich trotzdem mitbekommen, was sich dort in diesem Operationssaal so abgespielt hat. So kann ich mir das eigentlich erklären. Vor allen Dingen interessant ist da sicherlich auch die Tatsache, dass sie Hören und Sehen und Erinnerungen miteinander vermischt haben durfte. Also man weiß ja nicht genau, was sie nun wirklich wie gesehen hat. Sie hat es ja nur erzählt und man macht sich da ein Bild von. Für sie sah das sicherlich anders aus, als wir uns das jetzt wieder vorstellen. Aber ich könnte mir das durchaus vorstellen, gerade auch, dass sie berichtet hat, dass Verwandte auf sie gewartet haben. Es war eine sehr schwierige Operation, die da anstand. Und ja, machen wir uns nichts vor, wenn die Chance, dass man da nochmal lebend rauskommt, sehr gering ist, dann stellt man sich eigentlich vorher mental sicherlich schon auf den Tod ein. Und ja, hat dann halt schon vorher diesen Kontakt mit dem Verwandten. Ich denke mal, man empfindet ein bisschen Hoffnung und Freude, dass man nun endlich die wieder sieht. Und das, denke ich mal, dürfte der Grund gewesen sein, warum Pam Reynolds ihre Verwandten getroffen hat. Sie erzählte auch, beziehungsweise berichtete auch über einen Wirbel, dass ein Wirbel kam und dann erst wurde sie im Jenseits empfangen.
Da könnte ich mir eben auch vorstellen, dass das eben auch der Einfluss der Narkosemittel ist, der da angefangen hat zu wirken oder nachzulassen. Schwierige Sache, aber wir kennen das vom Alkohol ja auch. Teilweise gibt es ja sogar wieder dieses Nüchtern-Trinken. Also man hat wirklich Haufen Promille im Blut und ist eigentlich wieder topfit, was eigentlich ja, eine Glanzleistung des Körpers ist. Man kann sich an solche Sachen dann sogar nächsten Tag noch erinnern. In denen, wo man sich aber nicht mehr wirklich so wohl fand, an die kann man sich kaum noch erinnern. Und das ist eben so ein Punkt, wo ich wirklich denke, dass die Narkosemittel auf jeden Fall nachgelassen haben und Pam Reynolds zum Bewusstsein gekommen ist. Und dann hat die immer wieder irgendwelche ja, Gerätschaften gehört und Sätze und was weiß ich nicht noch alles und vorher den Raum vielleicht noch gesehen, sodass sie dann wirklich am Ende beschreiben konnte, aus diesen ganz vielen Informationen, wie das ausgesehen hat. Ob das was Paranormales war, das kann ich jetzt nicht abstreiten und will ich auch nicht abstreiten. Wie gesagt, die Wissenschaft forscht und ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass es was Paranormales war. Also das war jetzt eine Theorie gewesen, die ich jetzt mit aufstellen wollte. Aber es kann durchaus auch dadurch, dass andere Leute ebenfalls darüber berichten, in denselben Zügen, kann es auch wirklich der Hinweis darauf sein, dass uns später etwas erwartet. Also ich habe damals in der Schulklasse, war das gewesen, hat unsere Lehrerin im Wirtschaftslehre, war es glaube ich gewesen, auch berichtet darüber, über so eine Nahtoderfahrung, dass wohl auch eine Frau im Bett lag und ja, immer mehr, sie war tot und immer mehr hat sich der Geist vom Körper entfernt. Er ist praktisch hoch zur Decke geflogen und sie hat von oben gesehen, wie die Ärzte unten mit den Defibrillatoren versucht haben, sie wieder zu beleben. Also das müssen unglaubliche Energien sein, die dann den Körper verlassen. Und ja, wenn man das schon sieht und erlebt, ich glaube, Wahnsinn. Und dann gibt es natürlich Leute, die das dann permanent nicht glauben wollen, was ich sehr schade finde. Ich selbst habe ja auch einen Kumpel, der war ja auch sehr krank gewesen. Den hatten sie künstlich das Genick gebrochen, er war also auch tot gewesen. Und hatten sie auch dann operiert gehabt und auch er hat mir über solche Erfahrungen berichtet, ähnlich wie die, die ich gerade geschildert habe. Und also die Zusammenhänge, die sind schon unglaublich. Der Tod ist ein Schicksal, welches jedes Lebewesen heimsucht. Was lebt, wird sterben. Ganz nach dem Motto, was ganz ist, geht irgendwann kaputt. Egal, ob man der reichste Mensch der Welt ist, täglich im Rampenlicht steht oder sein Leben ohne viel Schmuck und Lichterketten verbringt, früher oder später wird jeder seine eigene Erfahrung mit dem Sterben machen. Ein Schicksal, welches unabdingbar ist und uns psychisch deshalb nie belasten sollte. Leben Sie Ihr Leben hier und jetzt. Leben Sie es, wie Sie es selbst möchten und treffen Sie Ihre eigenen Entscheidungen. Genießen Sie die vielen tollen Momente und lassen Sie sich nicht unterkriegen, wenn Sie in Probleme geraten. Sie zu lösen stellt eine Aufgabe dar, eine Prüfung, die Sie bestehen werden. Ihr Geist wird Sie beim Lösen unterstützen und Ihnen später ein besseres, erleichterndes Gefühl vermitteln. Auch die Geisteskraft Ihrer Freunde steht Ihnen zur Verfügung. Trennen Sie sich von Ängsten, das Leben ist zu schade, um im Zwang den Alltag zu bestreiten. Und trennen Sie sich von der Angst vor dem Tod. Aufhalten können Sie diesen Prozess nicht, also sparen Sie sich Ihre Energien für wichtigere Dinge. Was passiert am 21.12.2012? Diese Frage wurde mir in letzter Zeit vermehrt gestellt. Eigentlich würde die Beantwortung dieser Frage einen eigenen Film verdienen. Vor allem Kinder kamen zu mir und meinten, Kock, ich will noch nicht sterben. Ich habe im Fernsehen gehört, dass die Welt untergeht. Oder was ist am 21.12.2012? Sicher ist, dass der Maya-Kalender endet. Die Mayas haben viel vorausgesagt. Eines der technisch begabtesten Völker der Welt. Sie existieren immer noch. Doch nur weil am 21.12.2012 der Kalender endet, bedeutet das den Weltuntergang? Was wird mit uns passieren?
wird eine Atombombe gezündet, kollidieren wir mit dem Planet X, der wahrscheinlich nicht mal existiert, oder regnet es Feuer vom Himmel? Vielleicht tropft die Sonne. Was könnte passieren? Oder endet doch nur der Kalender? Wurde der Kalender nicht weitergeführt? Was wäre, wenn der Kalender weitergeführt worden wäre? Die Maya haben nicht vorausgesagt, was an diesem Tag passieren wird. Fragen über Fragen und keine Antworten. Zumindest keine, die man wirklich belegen kann. Dennoch kann man mit dem Thema massig viel Geld verdienen. Sollte die Welt 2012 wirklich untergehen, bringt es nichts, Panik zu machen. So gesehen kann niemand diesem Schicksal entkommen. Kein einziges Leben. Ich empfehle Ihnen aber dennoch, Ihre Weihnachtsgeschenke bereits jetzt einzukaufen. Denn auch am 22. Dezember werden die Läden überfüllt sein. 2012 wird die Welt definitiv nicht untergehen. Das Einzige, was passiert, dass die Gegensätze, die unsere Welt beherrschen, immer weiter auseinandergehen. Gut und Böse, Arm und Reich, Arbeit haben, Arbeit nicht haben. Man kann da unendlich viel aufzählen. Es endet ein Kalender, ein Zeitraum. Doch diesen hätte man weiterführen können, wenn man das gewollt hätte. Als ich das erste Mal davon hörte, dass die Welt untergehen würde 2012, dachte ich mir insgeheim, Mensch, da muss es doch eine Uhrzeit geben. Wir leben noch in verschiedenen Zeitzonen. Würde das bedeuten, dass Australien 10 Stunden später als Deutschland untergehen würde? Und die Amerikaner 6 Stunden eher als wir? Sobald wir den 22.12.2012 erreicht haben, werden wir feststellen, dass sich nichts geändert hat. Die Welt besteht aus Gegensätzen. Es gibt viele Beispiele. Es hat sich nichts geändert. Auch 2013 wird sich nichts ändern. Der Mensch wird weiterhin die Erde zerstören. Und ungebremst auf Katastrophen, die er teilweise wirklich selbst geschaffen hat, zu steuern. Wir alle wissen, worauf es hinausläuft. Und keiner macht was dagegen. Wobei keiner wahrscheinlich das falsche Wort ist. Zu wenige. Mehrheit hat Macht. Ich möchte niemandem bekehren, etwas zu ändern. Aber uns ist bewusst, was uns bevorsteht. Es ist schon kurios zu wissen, dass die Leute interessierter daran sind, wann das neue iPhone erscheint, als daran zu denken, wie es den kommenden Generationen ergehen wird. Und vor allen Dingen deren Generation und so weiter. Also für mich endet am 21.12.2012 lediglich ein Kalenderzyklus. Und ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, dass ein neuer beginnt. Es heißt ja auch, dass Naturkatastrophen und so weiter jetzt vermehrt auf uns zukommen, speziell vielleicht sogar an diesen Tage. Halte ich alles nicht so viel von, weil schaut man sich die Welt wirklich mal, betrachtet man das mal richtig, stecken wir mittendrin schon in den ganzen Naturkatastrophen. Also ob da nur mehr kommt oder weniger, das ist eigentlich alles, es ist schon viel zu viel da davon und deswegen finde ich das alles Humbug mit dem ganzen Weltuntergang, Gepaple und so weiter und so fort. Ich sehe das als Geldmacherei. Und kann da nicht wirklich irgendwas ableiten, dass hier wirklich jetzt die Lichter ausgehen oder so. Man kann vielleicht sagen, dass meine Welt sogar täglich untergeht. Und jeden Morgen, wenn ich aufstehe, ist sie wieder da, kurioserweise. Und so wird es auch am 21.12.2012 sein. Wir werden am 22. alle aufstehen und werden sagen, hey, wir sind ja immer noch da. Ja, und dann geht der Weihnachtsstress natürlich los. Außerdem habe ich 2013 noch einige Termine, die wir unbedingt noch einhalten. Und ja, ganz banal gesagt, meine Marmelade, die hält ja auch bis 2014, die wollte ich eigentlich auch gerne mal essen noch. Und jetzt nicht am Stück, sondern verteilt. Also es ist, für mich ist das alles, ja, kann ich nicht anders sagen. Abschließend vielleicht nur zum Weltuntergang. Die Welt kann gerne untergehen, ich muss ja nicht mit untergehen. Und damit ist das Thema eigentlich für mich erledigt. Ich denke, man hat gemerkt, dass das mich persönlich nicht weiter bewegt. Für mich dreht sich die Welt normal weiter, auch am 22.12. Und wer den Film jetzt schaut, nach dem 21.12., der sagt sowieso wieder, hey, der Typ hat zwar auf den Mist erzählt, aber recht hat er gehabt. Die Welt, die steht immer noch. Vielen Dank, dass Sie mich auf dieser spannenden, wirklich einzigartigen Reise begleitet haben. Vielleicht hat sie nicht jedes Thema wirklich so angesprochen, wie ich es hier dargestellt habe.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Film etwas in ihnen selbst bewegt hat. Ich wünsche ihnen für die Zukunft alles Gute und hoffe, dass sie genauso viel Freude hatten an diesem Film wie ich. Much energy, Cock. Die Zukunft ist keine Technik. Die Zukunft ist unsere Natur. Überlegen nicht, wir nutzen Technik. Ich denke, man sollte lernen, nicht immer alles als selbstverständlich abzustempeln, sondern wirklich mal drüber nachdenken, was man eigentlich hat. Man weiß nie, was morgen ist, und wenn es dann fehlt, dann ja. Die Augen auf einmal auf und da ist es zu spät.